Hallo ihr NES-Zocker da draußen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Life Force von Konami. Von Konami, Cover Bass, Statuen schaut cool aus, einfach mal reinhüpfen und schauen was geht. Okay, los geht's. Das kommt einem doch bekannt vor, diese Grafik, oder? Das ist doch alles nicht neu. Das ist, Moment, lasst mich kurz nachlesen. Ja, ein Spin-off von Gradius. Ja, kein Wunder, dass einem das bekannt vorkommt. Das Spielprinzip scheint ja auch ziemlich ähnlich zu sein. Das mit den Erweiterungen hier. Dass man da sich immer mehr aufbauen kann. So, da jetzt jede Menge Schuss schon. Kann ich auch wieder so Bodenbomben haben? Wow, was geht da ab? Da verwandelt sich die Struktur im Spiel währenddessen. Wer soll sich denn da aus... Hä? Warte. Hä? Wie schwer ist das denn, Leute, bitte? Ich pack's nicht hier. Was habe ich mir jetzt genommen? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich verbessert, aber ich weiß nicht was. Speed vielleicht. Ah, damit bin ich reingefahren. Boah, das ist aber richtig bockhart. Richtig hart. Okay, versuchen wir es nochmal von vorne. Aber richtig Bock hart heißt nicht schlecht. Versteht mich nicht falsch. Heißt nicht schlecht, heißt in dem Fall wirklich einfach nur Bock hart. Aha, besserer Schuss, okay. Alles platt machen hier. Sehr gut. Und das letzte ist, glaube ich, Schild, oder? Mal schauen, ob wir noch so weit einsammeln können. Kommt da der Arm da, der Böse. Schneller durchfliegen. Diesmal oben. Unten hat sie gleich den zugemacht. Als wäre das nicht schwer genug, verändert sich das Game im Laufe des Spiels. Wer lässt sich denn sowas einfallen, Leute? Es ist ja voll der Horror. Nein, ich komme nicht. What? Also, ich habe ja schon harte Games am NES gespielt, aber das ist ja wirklich die Härte hier. Boah. Also, ich kann kaum Let's Playen, weil es mich so viel Konzentration kostet. Also, da noch irgendeinen Quatsch zu erzählen währenddessen ist nahezu unmöglich. Wenn wir Speed nehmen, sehr gut. Was ist das wieder für ein... Oh nein, what? Bist zu narrisch. Da kommt da schon wieder so ein Horn raus. Und da so ein Horn raus. Ah. Noch mehr Raketen, sehr gut. Mehr Raketen. Ah, ich habe verpasst, dass es zumacht. Unfassbar schwer. Unfassbar schwer. Okay, aber richtig geil. Unfassbar schwer, aber richtig geil. So, jetzt brauche ich dann den zweiten Schuss noch. Wobei das Schießen ist eigentlich das geringste Problem von mir ist. Eher mehr das Problem. Sei Schutzschild genommen, war ich nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich diesen Wingman mir holen. Schnell durch. Weil der ganze Mist zumacht. Und rauf. Ah, es hat sich ober mir zugebaut. Ah. Muss echt präzise steuern können, auch bei den Game.
Nein, ich komme nicht mehr durch. Was soll ich da machen? Muss weiter vorne fliegen. Eher in der vorderen Hälfte bleiben, also wenn's. Ah! Ich habe keinen Schuss nach unten, das ist echt ein Mist hier. Nein, das wird nichts, das wird nichts, das wird so nichts. Extra Speed, naja, aber ich brauche Schuss noch auf die Seite. Ich brauche unbedingt diese Raketen. Come on. Wow. What? Schnell vorbei da. Schnell durch. Schnell durch, bevor das ganze Zeug hier. Was ist jetzt los? Einfach nur unmöglich, Leute. Das gibt's schon nicht. Es ist unfassbar. Oh Mann. Also, hart härt am härtesten, wirklich. So, gleich mal hier extra Feuer nehmen. Nein, wieso? Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich Troll. Ah, egal. Holen wir meinen Partner hier mal. So, mit Wingman ballert sich's gleich leichter. Dass wir wegballern hier und schnell durch. Hier weiter vorne. Ah, jetzt habe ich es mal geschafft, ohne dass es mich zerreißt. Ich bin lärmfähig, wollte ich gerade sagen. Dreck! Miesverdammter! Aua! So. Schnell durch! Oh, verbockt. So, da, mit Raketen ins Ziel. So, schauen wir mal, wer die jetzt kommt. Knapp. Nehmen wir nochmal den Speed hier. Ich weiß nicht, ich glaube das Gefühl, ich muss hier weiter vorne sein. Ist das Abschießen diesen Feuerdings da? Nein, kann ich nicht. Okay. Jetzt kommen diese komischen Zacken wieder. Ah! Pfah. Also, ich weiß nicht, ich glaube gerade, weil es so bockhart ist, macht es Spaß. Ja, live vor. Oh, schnell durch. Ah, nein, ma. Der blöde Laser hat mich getroffen. Heieiei, 8 Minuten 29. Einmal geht's noch. Eine Runde geht's noch. Und die nächste Runde geht rückwärts. Nein, natürlich nicht. Alles platt machen hier. So, da Raketen. Ah, wie konnte denn das passieren? Bitte. So wird das nicht mit dem nächsten Level. Ja, jetzt habe ich ein Schutzschild. Wollte ich eigentlich nicht. Schutzschild springt es nicht so richtig. Schneide durch, bevor sich da alles wieder zerbaut. So, da schön weit vorne. Ich sterbe jetzt mal nicht. So, da schön präzise vorne fliegen. Wunderbar. Das machen wir dann auch noch platt. Das holen wir uns noch hier. Da diesen Arm killen wir hier. Und schnell durch. Jawohl. Endlich mal geschafft. Ah, knapp durch. So, da. Raketen sind gut, wie wir alle wissen. So, da weg damit. Soll ich mir Speed nehmen? Ich bin unschlüssig. Na, ich glaube nicht.
glaube, Speed bringt mich jetzt hier nicht so richtig weiter. Da fliegt wieder dieser Raketenschuss. So, jetzt kommen wieder die Zacken von oben und unten. Da muss ich wieder aufpassen. Eher vorne. Uah. Wenn das Sprite-Flackern nicht so extrem wäre, wäre es auch ein bisschen einfacher hier. So, da. Da kommt auch noch was auf mich zu. So, jetzt muss ich nur auf die Laser aufpassen. Auf die Laser nicht vergessen. Ui, da baut ich was zusammen und durchgekommen. Ah, die Laser gerade irgendwie abgehört. Wie habe ich denn das geschafft? Come on! Wie soll denn das gehen? Wahnsinn! Nein, was zum Geier? Was? Ich kann das da auch hier wegbauen. Kann ich denn hier echt? Ah, das baut sich wieder zu. Ah, ist das gemein hier. Was soll ich denn das wissen? Soll immer schön weit vorne fliegen. Okay, jetzt zerlegt sie. Ah, ich habe runtergedrückt. Ganz, ganz minimal leicht nur. Boah. Life Force. So, wenn ihr mal auf einen richtig schweren Shooter Bock habt. Life Force. Ich glaube, so ziemlich das härteste, das ich bisher am Ende erst gezockt habe. Aber richtig geil. Ende. Das war's für mich. Life Force. 11 Minuten gezockt. Könnten wir auch länger spielen. Kein Problem. Aha, da rennt das Autoplay gleich instant. Das bin jetzt nicht ich. Ja, wir lassen uns das Autoplay, brauchen uns jetzt nicht anschauen. Der macht sowieso viel schlechter als ich. Ich glaube, wir zählen. Ja, das war Life Force am NES. Freut mich, dass ihr mit dabei wart, diesen knallharten Shooter mit mir zu spielen. Da unten könnt ihr abonnieren, jeden Tag ein neues NES-Video extra für euch in euer Postfach. Da drüben könnt ihr gleich weiter schon jede Menge NES-Games, die ich bereits gezockt habe. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich die Kommentare. Kommentare. Vielleicht hat es schon mal wer durchgespielt und dann einfach mal Bescheid geben. Ciao, ciao.